danke, dass Sie wieder zurückgekommen sind. Ich darf Ihnen jetzt Dr. Gerald Binter vorstellen. Sie kennen ihn, aber es ist mir ein Anliegen, auch ihn vorzustellen wie alle anderen. Gerald Binter ist schon ewig, fast ewig systemischer Familientherapeut, hat wie viele in Beratungsstellen gearbeitet und jetzt schon sehr lange in eigener Praxis, auch als Supervisor und Coach. Er ist Lehrtherapeut und Kollege hier an der LASF. Er hält aber auch Seminare im Ausbildungsrahmen für den ÖAS und fürs Psy3. Und er ist, das merkt man, an der Art und Weise, an seiner Haltung, nicht nur an der inneren, sondern an der äußeren, Feldenkrais-Practitioner und Workshopleiter und Vorstandsmitglied in der Feldenkrais-Studiengesellschaft. Das muss ich jetzt sagen, also ich weiß nur, Feldenkrais kenne ich nur so, viel mehr weiß ich nicht drüber. Also ich, wenn ich gut dastehe, wie wenn ich mit einem, ich habe mir immer ein Haar vorgestellt, genau, mit oben verbunden wäre. Die Feldenkrais-Studiengesellschaft ist nur seit Februar auf. Gelöst. Oh, das kannst du nicht wissen. Du musst deine Homepage updaten. Der erste Abschnitt. Gut, aber, und er ist Unternehmensberater und das hat ihn vermutlich auch bewogen, zu sagen, ich mache einen Beitrag zu einem Thema, das ich spannend finde und wo ich mir aber auch ordentlich was antue und das schätze ich besonders. Also so aus dem Vollen zu schöpfen, das, da wüsste man die Themen und du hast gesagt, ich schaue mir die Wirtschaftsordnung an als Treiber für Entsolidarisierung und Individualisierung von Angst. Was bin ich? Wird zur Ultima Ratio, wenn brüchiges Selbsterleben nur noch als solitäres Phänomen verstanden werden kann. Das alles unter dem Titel Unterscheidung zwischen wer bin ich und was bin ich. Wir freuen uns. Danke. Also ich möchte vorweg so sagen, es wird irgendwie nicht so ein Vortrag, weil ich vieles von dem, was ich sozusagen als Rahmeninformationen verwende, ich von anderen Informationen habe. Also ich möchte jetzt nicht eine Diskussion über Neoliberalismus oder Kapitalismus. Also das ist nur der Hintergrund, an den ich versuche, ein paar bestimmte Gedanken für mich zu finden. Also es geht jetzt nicht die Diskussion, stimmt das nicht. Also das meine ich nicht. Und das würde ich gerne vorweg sagen, also wenn Leute Fragen zu irgendwelchen Randthemen haben, ich glaube, das wäre jetzt der falsche Rahmen dafür. Okay, gut, dann starte ich einmal. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ah, jetzt habe ich es, Entschuldigung, es war wegen am Stick. Sorry, jetzt müsste es gehen. Genau. Okay, also Fragen, mit denen ich mich im Vorfeld zu diesem Thema schon immer beschäftigt habe, weil ich relativ politisch aufgewachsen bin. Ich kann mich erinnern an meine ersten politischen Fragestellungen, das war 1966, da hat es die Wahl in Österreich gegeben und da hatte ich in meiner Klasse zwei Vize-Bürgermeistersöhne und einen fanatischen Freiheitlichen. Das heißt, die haben in der Pause schon gerauft, weil sie unterschiedlicher Meinung waren. Also das war meine erste politische Sozialisierung. Das war für mich wirklich sehr spannend. Und dann habe ich gedacht, aha, dort hat das schon begonnen, dass man miteinander nicht gut reden kann. Gut, also die Fragen sind, in welcher ökonomischen Welt leben unsere Klienten und wir? Das ist ja etwas, was wir ja sehr, sehr häufig ausblenden, weil das, wir glauben, das ist einfach die Welt, in der wir sind. Wie viel leiden unsere Klienten und wir an dieser Welt? Was heißt das? Wie beeinflusst die Welt in ihrer ökonomischen Struktur unsere Gespräche und die Bewältigung von Existenzängsten? Soll oder ist Psychotherapie politisch? Soll Psychotherapie gesellschaftliche Zusammenhänge für Klienten sichtbar machen? Im Sinne, auf welcher Landkarte sind wir gemeinsam unterwegs? Und wie weit sollen Klienten ökonomische Auswirkungen auf ihr Erleben, ihre Selbst reflektieren und erleben können? Das waren so die Fragen, die mich eigentlich immer schon beschäftigen.
Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich sozusagen in meiner letzten Tätigkeit hier als Lehrtherapeut, riskiere ich einen Vortrag, der nicht fachgebunden ist. Habe mir gedacht, es ist was Neues. Und ich habe gemerkt, wie viel das, was ich dann später beschreiben werde, eigentlich ich ständig erlebe, indem ich etwas mache, was ich nicht hauptsächlich kann, nicht unmittelbar Eigenerleben ist. Und habe mir gedacht, okay, ich riskiere etwas. Und habe mir gedacht, so geht es wahrscheinlich manchen Studenten, die zu mir kommen, wenn sie dieses AS-Projekt machen und vor der ersten Stunde stehen. Und habe mir gedacht, okay, so geht es mir wahrscheinlich jetzt gerade von meinem ersten Nicht-Fachvortrag. Aber no risk, no fun. Okay? Gut. Ideengeber zu diesem Vortrag, also das ist der Hintergrund, dem Leben entfremdet von Arno Gruen. Das ist einer meiner Lieblingsanalytiker. Darüber schreibt er, was bin ich, stellt er dem, wer bin ich gegenüber. Also der hat ganz tolle Bücher über Rechtsradikalismus geschrieben, der Verrat am Selbst. Also es ist einer meiner Lieblingsautoren und ich habe ihn leider persönlich nicht kennengelernt, aber meine Analytikerin kannte ihn und die hat gesagt, er ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch. So wie die Juden immer wieder sagen, er war ein Mensch. Okay? Angst und Macht von Rainer Mausfeld. Und das ist ein Psychologe aus Deutschland, der sich viel auch so mit Kommunikation und Kognition beschäftigt. Ein sehr gutes Buch, auch zu empfehlen. Das ist kürzer, aber das längere Buch heißt Warum die Lämmer schweigen. Und die Unverfügbartkeit vom Soziologen Hartmut Rosa, werden manche auch von euch kennen, ist ein ganz tolles Buch. Er hat ganz ein Riesenwerk über Resonanz geschrieben, also da braucht man wirklich Zeit, aber wenn jemand Zeit hat, wäre es zu empfehlen. Und dann in Freundschaft verbunden mit David und Erich. Der David war mein bester Freund in Wien, den habe ich in der Therapieausbildung kennengelernt. Für mich ein klassischer Psychiater. Ich war fassungslos, wie ich den das erste Mal gesehen habe, habe mir nie gedacht, dass das einer meiner besten Freunde wird. Der hat geheißen David Wysocki, einer der Mitgründer von ESRA, der leider voriges Jahr verstorben ist. Und der Erich, das war ein Kollege, der Mann einer Kollegin, die in demselben Wohnprojekt gelebt haben. Und wir haben nächtelang und viele Saunarunden über Politik diskutiert. Der eine war Trotzkist, der andere Leninist. Und ich komme eher so aus so christlichen, ländlichen Teil, also die beiden waren mir sehr, sehr fremd, hatte lange Zeit große Komplexe, weil die so gescheit waren, weil die ja natürlich in diesen Diskussionen gelernt haben, wie man wirklich Diskussionen und analytische Gespräche führt, habe ich lange Zeit ziemliche Komplexe gehabt, bis ich mir gedacht habe, aber sie bleiben sehr theoretisch. Ich habe sie dann eher immer verwirrt, weil ich gesagt habe, und was heißt das jetzt für dich selber? Das war immer dann ein bisschen schwierig. Okay. Jetzt ein kleiner Sidestep, auch nicht zur großen Diskussion. Mir ist plötzlich so die Idee gekommen, ob wir Systemiker ein bisschen apolitisch sind. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich auf die Idee? Und dann hat die Evelyn mir einen guten Tipp gegeben, hat sie gesagt, naja, überleg da, die Systemiker reden immer von Beobachtern. Und Beobachter schafft ja immer ein bisschen Distanz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das ein Teil und vielleicht ist das der andere Teil, weil ja sehr viele Systemiker dann auch in der Wirtschaft tätig waren und der Luhmann hat ja immer so geredet von diesen Umwelten und die sich nur gegenseitig beeinflussen können, aber ich glaube, dass immer mehr, dass keine Begegnung stattfindet. Also, daher sind folgende Fragestellungen. Jetzt für das, vielleicht wäre anders Vortrag, der ist einmal spannend, aber ich wollte das nur trotzdem einfügen, weil ich nicht weiß, ob ich noch einmal machen werde. Es könnte sein, dass der Konstruktivismus eher die Idee von Autonomie und Bezogenheit zu sich selbst fördert. Macht er mich daher eher zum Beobachter des Lebens und der Umwelt? Ich würde inzwischen lieber das Wort Mitwelt verwenden, weil ich glaube, dass das Wort Umwelt schon wieder so ein Teil von dieser Distanzierung ist. Ich glaube, wir müssten viel mehr radikaler von unserer Mitwelt reden. Vielleicht würden die Politiker dann auch endlich kapieren, dass es ums Überleben
der Welt geht und nicht um die Umwelt, sondern unsere Erde geht drauf. Ich hatte einmal die Chance, einen Schamanen kennenzulernen, der in einem Matriarchat aufgewachsen ist. Der, also wenn er sich in eine bestimmte Situation hineinbegeben hat, dann hat er wirklich geheult, weil er das Gefühl hatte, er spürt die Schmerzen der Erde. Und das war für mich so berührend, dass jemand die Welt wirklich so als Teil von sich selber leben konnte. Und die hatten auch keine Hierarchie. Das ist ein Matriarchat, wo immer 5 Clans miteinander kommunizieren mussten und immer ein Clan war für den anderen Clan verantwortlich, wenn die Probleme gehabt haben. Also es hat kein hierarchisches System gegeben, sondern wirklich ein System schaut, dass es dem anderen gut geht. Die sind jedes Jahr 3 Monate haben sie sich zusammengeschlossen und haben nur Probleme des Stammes gelöst. Die haben sich wirklich Zeit genommen, damit einfach diese Community funktioniert. Es geht um Beobachten, Verstehen und von Bedeutung geben. Fördert eher daher unpolitische Haltung, Frage, sind gegenüber Umwelten aber keine Resonanz. Das wäre jetzt eine spannende Diskussion, vielleicht auch anders mal. Wenn man jetzt den Konstruktionismus ein bisschen vereinfacht sagt, könnte man sagen, Konstruktionismus geht von einem relationalen Erleben und einem relationalen Selbst aus. Das Selbst entsteht in der Begegnung mit dem anderen. Das Selbst, das ich jetzt mit dir erlebe, wenn ich jetzt mit einem von euch alleine wäre, ist ein anderes, wenn ich mit einer anderen Person selbst über das gleiche Thema, selbst über die gleiche Idee, jeder macht mich zu einem anderen Menschen. Und das ist für mich die Vielfältigkeit, wodurch ich, glaube ich, wirklich ein bisschen Begegnungsjunkie bin, weil ich das so faszinierend finde, anderen Menschen zu begegnen, weil ich immer mir denke, sie machen auch eine Veränderung von mir. Und die Welt ist eher eine Co-Kreation, eine gegenseitige Abstimmung des Erlebens miteinander. Somit könnte es gelingen, in Momenten, in denen das brüchige Selbst ins Wanken gerät, sich in der Begegnung immer wieder aufzurichten. Und da komme ich später nochmal, aber ich finde diese Idee des brüchigen Selbst eigentlich viel eine ehrlichere Form, über selbst nachzudenken, als immer so, was muss ich tun, damit mein Selbst immer stabil, immer gut, immer, also diese Optimierung, zu der komme ich später noch. Aber das wollte ich nur so ein bisschen einfügen, weil ich mir gedacht habe, das müsste dazu. So könnte es immer in immer wiederkehrenden Erfahrungen des Gelingens dieser Begegnung eine neue vom Vertrauen zwischen Menschen entstehen. Also dass wirklich, ich habe gerade früher mit dem Erich kurz gesprochen, so, was ist das Dilemma von uns Männern, dass wir total konkurrierend erzogen werden und sozusagen diese Konkurrenz immer auch entsteht, kann ich einem Konkurrenten vertrauen? Und wenn ich sage, du bist mein Konkurrent, dann ist Vertrauen schwierig. Also deswegen glaube ich, es müsste da wirklich etwas anderes kommen. Okay, aber das wäre ein anderes Thema. Gut, ich möchte jetzt gern ein bisschen auf die Politik oder auf die gesellschaftlichen Formen von Organisationen eingehen. Der Beginn des demokratischen Denkens, soweit ich das irgendwie verstanden habe, ist in Athen zuerst entstanden. Damals wurden 500 Bürger, aber das Interessante ist, per Los gewählt worden. Das heißt, es war ein Zufall, wer in dieser Ratssitzung gesessen ist. Und das hatte ich eine ganz tolle Artikel gelesen in der Zeit. Da haben sie in Irland, ist die Frage aufgeworfen worden, soll in Irland die Abtreibung eingeführt werden oder nicht? Und da hat die Regierung gesagt, wir können das nicht über die Köpfe der Menschen organisieren. Und die haben dann Roundtables, glaube ich, mit 500 Personen per Los aus ganz Irland ausgewählt. Die haben sich auf 8er-Tischen zusammengesetzt und sind, glaube ich, ich sage jetzt eine Hausnummer, 10-mal haben sie sich getroffen und haben immer einen Experten eingeladen. Das heißt, ein Ethiker, eine Gynäkologin, eine Psychiaterin, eine Soziologin, also vieles, habe ich das Gefühl, haben sie sich, und jeder durfte Fragen stellen. Also es ist auch ausgelost worden, wer wo sitzt. Das heißt, da ist ein radikaler Schwulenhasser neben einem Schwulen gesessen und
die mussten einfach schauen, können wir einen Konsens finden. Und das war so berührend, wie sie dann das auch ausgewertet haben, wie Männer und Frauen sich plötzlich anders kennenlernen, weil sie in einem bestimmten Kontext über gemeinsame Idee zusammengeführt worden sind. Und dann, bitte. Ich glaube vor 3 oder 4 Jahren. Also es ist relativ kurz. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre eine Form, wo ich mir denke, wenn man das den Leuten von Haus aus in der Schule schon beginnt, Schüler würden lernen, solche Sachen zu machen. Und dann würde man auf Gemeindeebene sagen, okay, welche Fragestellungen sind, die in der Gemeinde gelöst werden? Und jeder weiß, per Los kann ich Entscheidungen mitgestalten. Und jetzt heißt es, ja, wir brauchen Bürgerbeteiligung. Ja, dann machst du halt irgendeine Volksbefragung, wo du irgendwelche Demagogen irgendeinen Scheiß sagen. Und dann wird über so etwas abgestimmt. Deswegen, ich finde, es gehört einfach wirklich anders gemacht. Und ich glaube, dass das wirklich ein Teil ist, wieso die Leute einfach so politikverdrossen sind. So wie heute deine Nichte gesagt hat, man redet nicht mit mir. Genauso wie die andere Kollegin gesagt hat, ja, sie sind nicht dabei. Aber dann würde halt eine 14-Jährige neben 18-Jährigen sitzen, 80-Jährigen sitzen oder eine 14-Jährige neben einer 100-Jährigen Frau und sagt, du, ich weiß, ihr 3 Kaiser erlebt, nein, 3 Kaiser ist nicht ausgegangen, aber 3 Regierungen erlebt oder 5 verschiedene Verfassungen. Okay, also wenn jemand 100 Jahre geworden ist, dann hat jemand 5 verschiedene Verfassungen kennengelernt. Also das wäre dann einfach ein spannender andere Ort. Der Vorteil war, dass sie, egal wie sie entschieden, nicht wiedergewählt werden konnten, außer wieder per Zufall. Das heißt, sie konnten nicht sagen, ich mache jetzt dieses Gesetz und dann kommen meine Clans, werden mich dann wieder wählen und dann bediene ich meine. Aber selbst dort ist es schon Folgendes gewesen. Somit war die Bildung von politischen Oligarchien, wie es unsere Parteien sind, schwieriger. Aber selbst da haben sie schon gemerkt, damals hat es schon Demagogen gegeben, ihre Leute beeinflusst haben. Also Unbeeinflussbarkeit geht nicht, aber man kann die Rahmenbedingungen schaffen, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Gut, was ist das Versprechen der Demokratie? Politische Selbstbestimmung, das habe ich jetzt vorweggenommen, dieses Beispiel jetzt von Irland. Dann Prozesse, die auf der Basis egalitärer Strukturen innere gesellschaftliche Konflikte lösen und ebenso zwischen verschiedenen Staaten. Das wäre ein schönes Wunschbild, wir kennen es nicht. Größtmögliche Freiheit von gesellschaftlichen Angst zu sichern und auf eine der wirkungsvollsten Machttechniken zu verzichten, der systematischen Erzeugung von Angst. Und das ist eines, was mir, wie ich mich vorbereitet habe, das, was mich wirklich erschüttert hat, obwohl ich immer wieder so in diese Richtung denke, wie perfid, wie elegant diese Systeme es schaffen, uns Menschen permanent in Angst zu halten und uns einfach vorzugaukeln, als ob wir Akteure wären. Gut, Etablierung von Machtstrukturen. Schon die alten Griechen beschäftigten sich mit Machtstrukturen in der Gesellschaft. Herrschaft hat mit der Idee von Ungleichheit zu tun. Sonst brauche ich nicht herrschen, das ist ja einfach logisch. Es muss also eine Differenzierungsmöglichkeit für Ungleichheit geben. Und das könnte man fantasieren, viele Formen. Es muss also eine Differenzierungsmöglichkeit geben, reich-arm, wer ist reich, wer ist arm, welcher Staat ist groß, welcher Staat ist klein, wieso haben die großen Staaten in der EU mehr Einfluss, wieso weniger, welcher Staat hat viel Ressourcen, sieht man, Russland viel Ressourcen, Österreich wenig Ressourcen. Das Mehr von etwas muss dann verteidigt werden. Und dafür muss es Argumente geben. Dazu braucht es logische Erklärungen. Okay. Ich glaube, dass wir in Wirklichkeit in einer Meritokratie leben. Ich habe den Begriff auch erst hier kennengelernt. Und zwar, darunter versteht man Meritum heißt Verdienst. Verdienst kann man jetzt natürlich auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich habe etwas Besonderes geleistet oder ich verdiene viel, kann man austauschen. Und Kratein, griechisch herrschen. Also das heißt, eine Herrschaftsform, in der Personen aufgrund ihrer gesellschaftlichen, institutionell anerkannten und individuellen Leistungen oder besondere Verdienste ausgewählt werden, um führende Positionen zu besetzen.
Also das heißt, es wird dann einfach definiert, was unter Verdienst definiert wird oder Leistung ist austauschbar. Die Reichen haben ihren Reichtum und ihre soziale Position durch ihre Tüchtigkeit verdient im doppelten Sinn. Verdient, pekuniär und formal Sinn auch verdient. Und aus dem gleichen Grund sind die Armen arm. Okay? Das ist eine schöne logische Erklärung. Wenn man irgendwelche etablierte Geschichten festigen will, ist das doch eine fantastische Erklärung. Okay, dann hat sich der Kapitalismus mit der Meritokratie zusammengesetzt. Und zwar sind eine enge Beziehung eingegangen, weil der Kapitalismus über den Kapitalbesitz, Besitz, okay, ein präzisierbares und quantifizierbares Maß zur Bewertung von Verdienst offeriert. Also eigentlich ganz geschickt. Der Kapitalismus sagt, ich habe einen Maßstab. Nehmt meinen Maßstab und dann ist das alles klar, wie alles funktioniert. Jeder, der sich in einer glücklichen sozialen Position befindet, möchte sich vergewissern, dass er auch ein Recht auf dieses Glück besitzt. Recht auf dieses Glück. Und somit die Not anderer Menschen als ebenfalls gerechtfertigt betrachten kann. Da hat irgendein Bischof in den 30er Jahren in Spanien angeblich folgenden Spruch ungefähr gesagt: Es muss Reichtum geben, damit die Reichen Barmherzigkeit lernen. Wie perfid ist sowas? Das, überlegt es einmal, wie perfid das ist, jemand muss sagt, es muss Reiche geben, damit er seine Barmherzigkeit lernt. Er könnte Mitgefühl lernen, aber dann würde er teilen. Aber so macht er sich einen guten Dings fürs Jenseits. Total perfid. In kapitalistischen Demokratien wird die Ideologie einer Leistungsgesellschaft suggeriert, dass die eigene soziale Position durch Leistung und Begabung bestimmt wird und dadurch auch gerecht ist. Also die eigene soziale Position wird sozusagen, man wird geboren und dann würfelt man und verteilt die Kinder auf und sagt, okay, wir verteilen die Kinder und dann hat jeder eine Chance. Das wäre eine interessante Form. Sozusagen alle Kinder, die an einem Tag geboren werden, werden dann ausgelost, in welche Familie sie kommen. Dann kann man wenigstens sagen, es ist Schicksal, sozusagen reich. Aber so ist es ja nicht Schicksal. Klar, die Geburt ist Schicksal, aber sozusagen die gleichen Chancen werden ganz anders verteilt. Also das finde ich schon etwas, wo man sagt, ja, ich hatte dieses Privileg, ich hatte nie zu wenig von irgendwas, was ich geglaubt habe, was mir wichtig ist. Also ich war immer privilegiert, ich rede aus einer total privilegierten Position. Ich war nie arbeitslos, ich habe nie, außer jetzt das erste Mal nachdenken müssen über Geld, weil ich jetzt in Pension gehe. Das ist ein Bruch. Aber bis jetzt hatte ich dann, klar, ich war nicht unbescheiden, aber ich habe auch nicht gesagt, ich muss alles Mögliche erleben. Gut, die nächste Stufe ist der Kapitalismus. Jeder, der über kein eigenes Kapital verfügt, muss für fremdes Eigenkapital arbeiten. Arbeit wird zur Lohnarbeit. Also das heißt, wenn ich Schuster bin, mache ich meine Schuhe und dann verkaufe ich sie. Aber wenn ich in der Fabrik arbeite, dann kriegt der Lohn der. Und ich kriege einen marginalen Anteil davon. Also das ist der Beginn, Vermehrung des Gewinns durch Produktion, billige Löhne, hohe Verkaufspreise. Okay? Und jetzt kommt der Neoliberalismus. Der konnte für sich dann das Ganze noch perfider machen. Hier wird nicht mehr nur die Gewinnmaximierung durch Produktion, sondern überwiegend durch Maximierung von Gewinn durch Finanzkapital erreicht. Also der Sinn des Neoliberalismus ist es, dass Geld Geld schafft. Das heißt, ich habe es leider vergessen, zu welchem Preis die das damals gekauft hat. Ich hatte eine Freundin in den USA, eine Fellenkreiskollegin, deren Mutter hatte 7 Kinder. Und die waren in den ganzen USA verstreut. Und die haben mir einen Computer geschenkt, dass ich sozusagen mailen konnte mit ihren Familienmitgliedern. Und irgendwann war ich langweilig und hat sie gelesen, man kann auch online Aktien kaufen. Und da hat sie begonnen, Aktien zu kaufen. Die war damals fast 70.
Was glaubt ihr, was die gekauft hat? Nein. Ihr kennt es aus Forrest Gump. Apple. Die hat Apple-Aktien gekauft und hatte nicht gewusst, was sie gekauft hat. Sie, ja, nicht Schrott. Und da hat man, ich habe die Zahl jetzt leider nicht mehr recherchiert, wenn man die erste Apple-Aktie gekauft hätte und die behalten hätte, nur eine Aktie, würden wir jetzt vielfache Multimillionäre sein. Für nur eine Aktion vor vielen, vielen Jahren. Könnte sagen, okay, ich spendiere euch, jeden von euch, irgendetwas, wenn ich vor irgendwann einmal eine Aktie. Und das ist sozusagen diese Idee, was natürlich in diesem Kapitalismus, und das ist ja the American Dream, sozusagen jeder hat die Chance. Und dafür reiten wir durch die Welt und zerstören unsere Welt. Okay. So, damit das Ganze aber funktioniert, muss ja natürlich die kapitalistische Demokratie es schaffen, dass die Leute nicht zu viel nachdenken. Weil nachdenken wäre ja problematisch. Da könnte man Erkenntnisse gewinnen. Da könnte man eventuell Konsequenzen rausziehen. Also nicht gefragt. Existenzängste gibt es seit Menschengedenken. Zu Beginn der Menschheitsentwicklung gab es die kollektiven, realen Ängste. Hoffentlich haben wir genug. Alle hatten zu essen oder alle hungerten. Ich habe damals so eine Geschichte von Inuits gelesen, die haben wirklich kollektiv gehungert. Die haben wirklich, wenn sie Pech gehabt haben, wenn die Wetterbedingungen schlecht waren, haben sie nichts zum Essen gehabt. Angst führt zu einer massiven Verengung der Wahrnehmung und blockiert die Befähigung, aus den eigenen gesellschaftlichen Erfahrungen angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen. Jeder kennt das von uns, wenn er Angst hat, kann man schlecht denken. Okay? Die meisten, jetzt ist die Frage, was für persönliche Systeme hat man, weil Angst, die drei beliebtesten, Fight, Freeze or Fight. Also heute, gestern am Abend habe ich mir gesagt, vielleicht mache ich Flight, ich kriege spontan Corona, weil mich dieser Vortrag so gestresst hat. Dann merke ich so, dann gibt es einen anderen, wo ich Freeze. Freeze ist immer, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte beschämt werden. Dann, das ist für mich der unangenehmste, also für mich persönlich die unangenehmste Emotion, Beschämung. Oder Fight. Wenn ich ungerecht behandelt werde, dann konnte ich kämpfen. Da habe ich als Schüler, hat uns der Vorsitzende von der Elternverein, wir haben so viel Geld durch unseren Maturaball gemacht, weil wir uns so eingesetzt haben, jetzt haben wir so viel Geld gehabt und der wollte uns das wegnehmen. Ich bin wirklich an die Gurgel gegangen, das war der Bezirkskommandant von der Gendarmerie, die haben mich echt fast halten müssen, weil ich gedacht habe, ich flippe aus, wenn er uns nicht das Geld gibt. Wir wollten natürlich auf Matura-Reise fahren, okay? Also nicht dem Elternverein zur Verfügung stehen. Mit der Entwicklung von Machtstrukturen wurde kollektive Angsterzeugung als probates Mittel, Macht zu festigen. Das heißt, wie schaffe ich, dass Menschen Angst haben? Um das Spannungsfeld der Angst zu reduzieren, wird ganz einfach, was macht man? Man muss sich entspannen. Was könnte man machen? Konsum, genau. Zerstreuung, Privatfernsehen. Was nicht eher, welchen tollen Rekord, jetzt habe ich irgendwo gelesen, hat irgendeiner einen Rekord aufgestellt, in Bungee-Jumping in 24 Stunden. Ich glaube, der ist 750 Mal irgendwo runtergekupft. Ja, okay, also das heißt, da beschäftigt man sich. Also es wird einfach beschäftigt und man ist spannend und man kann ihre Ängste irgendwo auslagern. Unterhaltung, gleichzeitig eine hohe Entpolitisierung, weil das ist das Ziel. Deswegen habe ich früher gefragt, eine Vortragende, wie weit eigentlich politische Bildung überhaupt Ziel ist. Nein, es ist kein Ziel. Weil politische Bildung würde genau das bewirken, dass es nicht funktioniert. Okay. Oder inhaltsleere News. Vor ein paar Tagen, Nehammer telefoniert mit Putin. Wow, ich bin informiert. Was die geredet haben, wurscht. Aber man wird informiert. Also es ist ja nicht einmal mehr Desinformation oder Fake News, sondern es wird inhaltsleerer Scheiß produziert. Und dann sagt man, ja, man ist informiert. Ah, Scheiß, ist man informiert. Okay, Entschuldigung, geht mal ein bisschen durch. Herrschaftstechniken der Angsterzeuger in kapitalistischen Demokratien. Die Masse soll im Zaum gehalten werden durch diffuse Ängste und Schreckensbilder.
Das haben die alten Griechen schon gewusst. Physische Angst, strukturelle Gewalt, Manipulation der öffentlichen Meinung. Das ist ja jetzt schon relativ offensichtlich. Aber inzwischen gibt es Thinktanks in Amerika, die tun nichts anderes als zu überlegen, da werden Millionen investiert, wie kann man Leute, man braucht sie nicht mehr manipulieren, sondern sie machen es ja dann schon freiwillig. Zum Beispiel Ängste, Arbeitslosigkeit. Ohne Wachstum gehen vermeintlich Arbeitsplätze verloren. Also das heißt, Arbeitsplätze um jeden Preis. Konkurrenz von außen, niedrige Löhne erhalten die Arbeitsplätze. Flüchtlinge arbeiten billiger. Konkurrenz um den letzten Platz in der Erwerbshierarchie. Ich war total erstaunt, da hat der Le Pen damals in Frankreich die erste Stadt, wo er Erfolg gehabt hat, war Marseille. Und ich war damals fassungslos, habe mir gedacht, wieso? Dann hat mir jemand gesagt, ja, ganz einfach, dort sind die meisten Immigranten und jeder sagt, wenn ich den Le Pen will, kommt keiner mehr einer. Also der hat das total verstanden. Angst der Herrschenden vor Aufständen und Revolution der Untertanen, das ist ja das, was immer mitschwingt. Wenn man Reiche fragt, die haben immer Angst, dass es ihnen weggenommen wird. Ist ja logisch, weil wir Menschen sind. Aber trotzdem ist es einfach bequemer, Geld zu haben. Will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber der Preis, den wir zahlen, ist ein Teil, wie unsere Gesellschaft oder unsere Welt momentan ausschaut. Reale Ängste werden zu Binnenängsten. Also dieser Begriff Binnenängst hat eben der Mausfeld kreiert und den finde ich sehr, sehr interessant. Die Folge ist in Entsolidarisierung über den Weg, nur mir gelingt das nicht. Das heißt, der Neoliberalismus schafft es, eine Form von Individualisierung dieser Angst herzustellen. Also nur du schaffst es ja nicht. Und nur du schaffst es nicht. Und das ist so ein Druck, was die Leute haben und beuten sich aus ohne Ende, weil sie glauben, nur er ist es. In Wirklichkeit ist eine totale Entsolidarisierung da. Und das wird natürlich super verschwiegen. Durch das Aufrechterhalten der diffusen Ängste entsteht mit der Zeit diese Binnenangst. Das heißt, diese kollektive Angst, die man hätte, wenn wir jetzt noch in der Urzeit wären, hoffentlich haben wir genug zu essen. Jetzt heißt es, hoffentlich habe ich genug zu essen. Hoffentlich habe ich jetzt genug Geld am Konto. Also es wird sozusagen total individualisiert und das ist eben das, nur ich habe diese Angst und die anderen kennen sie nicht. Und das ist natürlich etwas, was in unserer Gesellschaft alles ist, jeder ist cool. Hast du Angst? Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Alles ist cool. Außer auf der anderen Seite, dann gibt es genau hinunter. Leistung nicht erbringen zu können. Angst, arm zu werden. Angst, mich über den Konsum mit den anderen verbinden zu können. Das ist eines der wichtigsten Instrumente von der derzeitigen Neoliberalismus. Konsum ist das, heißt Zugehörigkeit. Ich kann konsumieren. Stellt euch vor, ich würde sagen, jeder Schuh, handgemacht, kostet 500 Euro, 600 Euro. Wie viele Schuhe jetzt ihr kaufen? Keine. Genau. Aber wenn du dann jemanden fragst, in den letzten 3 Jahren, wie viele Schuhe hast du gekauft, zu welcher Summe? Würden die einen oder anderen locker bei 600 sein. Aber dort hat einer ein Werk gemacht, über das er sich freut, darf jetzt der Dame auf den Fuß passen, hat vielleicht ein erotisches Erlebnis noch dabei. Und sonst hast du einfach nur die Fabrik, die das hinauswirft, irgendwo in Indien oder Bangladesch oder in Vietnam. Verlust des echten Mitgefühls für mich und andere. Okay, Binnenangst. Noch einmal kurz zusammengefasst. Bildung an die traumatisierte Situation, Übernahme der Täterperspektive. Da komme ich noch einmal dazu, später. Und das ist dieser Kreislauf. Also immer nur ich bin's und ich muss ja froh sein, dass ich überhaupt existieren darf, weil jeder oben wissen ja, wo es geht. Was ist die Folge von dieser Binnenangst? Stabilisierung der herrschenden Machtverhältnisse, Erhöhung der Status Quo-Neigung, Identifizierung der Mächtigen und Erfolglosen, Verachtung der Schwachen, Rassismus sowie klassenkulturbezogene Ressentiments. Das heißt, Ausgrenzung, ich muss immer etwas finden, was ich ausgrenzen kann. Und da sind wir Menschen sehr kreativ. Kennt jeder von uns.
Gut, das ist eine der wichtigsten Geschichten vom Neoliberalismus. Undurchschaubarkeit der Welt. Können Sie sich erinnern an die Folien von der Vorgängerin? Eine der größten Ängste, Undurchschaubarkeit, man weiß nicht, was ist. Das ist das subtilste und beste Mittel. Der Neoliberalismus-Ideologie zufolge ist die gesellschaftliche Welt prinzipiell undurchschaubar. Okay, wer durchschaut die Welt? Somit ist sie für den Einzelnen rational nicht erfassbar. Das heißt, man gibt eine Botschaft, du bist zu blöd, du kannst das nie verstehen. Und da sitzen die Lämmer und sagen, ja, danke, dass du uns sagst, ich bin zu blöd. Beide Faktoren erzeugen eine diffuse Angst. Nur der Markt kann alle relevanten Faktoren integrieren. Nur der Markt. Aber was ist der Markt? Wer handelt diesen Markt? Anerkennung der Unwissenheit ist die Grundvoraussetzung für den Neoliberalismus. Ich muss anerkennen, ich bin zu blöd, ich bin zu dämlich, ich verstehe nichts, ich bin nicht gebildet. Das ist eine gute Basis für diese Geschichte. Weltwirtschaft. 737 Firmen generieren 80% der Weltwirtschaft. 737 Firmen. Die werden von Menschen geführt. Da sitzen Menschen um, CEOs, meistens sehr paranoid, weil sie ja wissen, dass sie abgesetzt werden können. 147 davon haben fast 40% der Weltwirtschaft. Also nur noch 147 beherrschen fast die Hälfte der Weltwirtschaft. 147, lasst euch das einmal zergehen. 147. Meistens Banken und Finanzfirmen aus England und Amerika. Weniger als 1% der 43.000 transnationalen Firmen beherrschen die Märkte. Überlegt euch einmal das. Und dann heißt es, man kann nichts durchschauen. Das sind Unmengen von Zahlen. Unmenge von Daten, Unmenge von Entscheidungen, auf die wir alle keinen Einfluss haben. Was ist der schlimmste Einfluss, was momentan passiert? Die Rechtsunsicherheit. Die Rechtsunsicherheit wird so groß inzwischen, dass die großen Konzerne die Staaten zwingen, Vereinbarungen zu treffen, dass sie ihre Rechtsstaatlichkeit aufgeben müssen. Stellt sich das einmal vor. Die sagen, wir wollen nicht mehr vom Staat reguliert werden, wir machen das untereinander aus. Du darfst kein Gesetz beschließen, dass ich weniger Gewinn machen kann. Dann kann ich dich klagen. Wo kommen wir doch hin? Überlegt es einmal, da kommt eine Firma und sagt, ja bitte, das Gesetz ist falsch. Sie müssen ein anderes Gesetz machen, ich kann nicht mehr so viel Gewinn machen. Wo kommen denn wir doch hin? Wir geben vollkommen unsere Autonomie auf, weil wir sagen, die Weltwirtschaft ist undurchschaubar. Nein, das sind Gesetze. Gesetze werden immer noch im Parlament gemacht oder vielleicht im Europaparlament. Aber das ist ja nicht etwas, was ein Naturgesetz ist. Okay, jetzt kommt etwas, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, wie deine Nichte das gesagt hat. Seit den 60er Jahren versucht der Club of Rome, Argumente gegen den permanente Wachstum zu formulieren, welches unsere Erde auf vielen Ebenen zerstört. Ich war vor 3 Jahren auf einem Kongress. Und da habe ich das erste Mal zu so jungen Leuten, so ähnlich wie deiner Nichte, gesagt, ich glaube, wir haben euch eine zerstörte Welt hinterlassen, aber Sehnenauges. Wir haben unsere Eltern, oder ich habe meine Eltern vorgeworfen, es gibt ja nicht, dass ihr im Nationalsozialismus nichts mitgekriegt habt. Wir haben alle Zahlen da. Wir haben alles da. Wir sind schuld. Wir hinterlassen unseren Kindern genau das. Wieso? Weil wir auch geklappt haben, wir müssen reich werden. Wir müssen überall hinfliegen. Wir müssen alles möglich machen. Wir. Deswegen finde ich es so toll, dass sie sagt, ihr gebt uns keine Hoffnung. Ja, wie sollen wir ihnen Hoffnung geben, wenn wir sagen, wir sind die Täter? Das heißt, die Täter müssten den Opfern Hoffnung geben. Da müssen wir aber sehr an uns arbeiten, dass wir den Opfern Täter ihnen Hilfestellung geben können. Muss es immer mehr Fortschritt geben? Was ist Fortschritt? Fortschritt oder Neugier? Das ist zum Beispiel der Einstein, ist für mich so ein interessantes Beispiel dafür. Der wollte nicht die Atombombe erfinden.
der war neugierig. Und dann hat das jemand missbraucht. Als wenn der Fortschritt darin bestehen würde, dass Neugier gefördert werden würde, damit interessante neue Produktionsverfahren entstehen würden, wo wir weniger Ressourcen verbrauchen, wo wir, so wie Cradle to Cradle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Cradle to Cradle ist eine Bewegung, die schon bei der Konzeption von einem Produkt davon ausgehen, wenn das kaputt wird, wie kann ich das kaputte Produkt wiederverwenden? Das ist eine total coole Geschichte, ressourcenschonend. Ich habe von unserer Regierung noch nie Idee gehabt, wir könnten im Wirtschaftsministerium ein Gesetz für Cradle to Cradle. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt kennt. Okay, also was ist Fortschritt? Mehr, schneller, höher, weiter, tiefer und so weiter. Okay, das können wir jetzt austauschen. Mehr Geld, schnellere Autos, höher hinauffliegen. Musk. Ja, was muss dieser Idiot da mit den anderen zwei Reichen den Wettbewerb machen, wer da höher hinauffliegt? Überlegt einmal, was das Geld ist, was das Geld da vergeudet wird, da könnte man, ich weiß nicht, was soll es damit machen. Was ist die Folge des Fortschritts? Armut. Wir möchten jedes Jahr ein neues Handy. In Ruanda, in Afrika, kämpfen sie genau für das, dass wir bestimmte Sachen haben. Kriminalität. Aber auch Kriminalität von oben. Schauen wir uns ein bisschen unsere Regierung an. Die gehen halt nicht mit der Waffe unterwegs. Die sind halt anders, das sind die Feinen. Arbeitslosigkeit, Gewalt, Drogen, Zunahme psychischer Erkrankungen. Hat sie gesagt, jetzt nur in der Pandemie. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele psychische Erkrankungen einfach auch durch diesen Druck sind. Wohlstandserkrankungen, Diabetes, Hypertonie, Rückenleiden. Und die Austauschbarkeit. Jeder ist austauschbar. Keiner hat noch irgendeine Sicherheit. Und das ist der nächste raffinierte Schritt des Neoliberalismus, das unternehmerische Selbst. Also jetzt ist jeder Unternehmer. Also das heißt, ich gebe mir den Auftrag, mach's und muss meine Arbeit verkaufen. Okay? Cool. Mit diesem Begriff dehnt der Neoliberalismus seine Ideologie des freien Marktes bis in die innere Organisation des Selbst aus. Überlegt sich einmal, was das heißt. Ich bin Unternehmer. Ich muss realisieren in dem, was heißt Selbstmarketing. Habe ich kurz eingegeben bei Google Selbstmarketing. Super. Bücher, Podcasts, Videos ohne Ende. Selbstmarketing. Das ist zum Beispiel etwas, was wir in der Ausbildung immer wieder hören von unseren Studenten. Bitte helft uns, wie können wir unsere Praxis aufbauen. Das heißt, das ist schon genau dieser Aspekt Selbstmarketing. Ich habe totales Glück gehabt, ich habe das nie machen müssen. Ich werde es jetzt vielleicht in Deutschland das erste Mal machen müssen, sonst bin ich immer gefragt worden, Gerhard, magst du nicht das machen? Du Gerhard, ich mache eine Ordination, eine Praxis auf, magst du nicht mitmachen? Ich hab noch nie eine Praxis mir suchen müssen. Ich bin immer gefragt worden. Also ich bin da wirklich privilegiert. Aber dieses Selbstmarketing, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt bin ich mit der Ausbildung fertig, jetzt muss ich was machen, das ist einfach Stress. Ich AG, da gibt es irgendeinen, glaube ich, Franzose, der sagt, alles ist ich AG. Wenn du eine Frau oder einen Mann kennenlernst, du siehst dich immer als wert. Bin ich wertvoll genug? Bin ich schön genug? Was immer. Das ist alles unter diesem. Und das, sich den Freiheiten des freien Marktes zu unterwerfen und sich somit aus den gesellschaftlichen und sozialen Banden zu befreien und in letzter Konsequenz entwurzelt zu sein. Das hat mich ein bisschen erinnert von einer Vorgängerin, wie sie über diese beiden Pole geredet haben. Also die Neste bauen und die anderen, die sozusagen hinaus in die Welt. Und das, glaube ich, sind die diese freie Welt, ich habe alle Rechte, ich habe alle Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Rücksichtslosigkeit, die da einfach genau die Leute erfolgreich machen lässt, die genau diese Form von sozialer Verantwortung nicht machen. Ich würde zum Beispiel, kleine Sidestep, ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt Spitzenpositionen in der Wirtschaft besetzen würde, würde ich zum Beispiel bei gleicher Qualifikation würde ich fragen, wer von den Gleichen war wie lange bei den Kindern zu Hause?
der 2 Jahre zu Hause bei den Kindern gewesen wäre, den würde ich bevorzugen. Wieso würde ich den bevorzugen? Der weiß, wie ein Stress das ist für viele Frauen, wenn das Kind krank ist. So, ich muss jetzt kurzfristig nicht in die Arbeit gehen. Ja, was heißt das? Suchen Sie, was geht denn das? Also es würde so eine Bewusstseinsänderung werden. Oder das Schlimmste für mich war, da im Nationalrat hat irgendein Grüne ihr Kind gestillt. Dann hat dieser idiotische Vorsitzende vom Parlament, wie heißt das? Parlamentspräsident, gesagt, das ist eine Entwürdigung des Parlaments. Entwürdigung. Überlegt einmal, was das heißt. Etwas Normalmenschliches ist eine Entwürdigung von einer politischen Institution. Ist der Herr, der abgesetzt gehört. Also da merkt man einfach, in welcher Welt einfach wir einfach leben. Und jetzt ist ganz was Wichtiges. Konsum und Billigprodukte. Lohnarbeiter ist gleichzeitig der Adressat für den Konsum. Das heißt, es darf die Kaufkraft nicht zu klein werden. Weil wenn ich keine billigen Produkte mehr habe, dann kann der nichts mehr kaufen. Dann kehrt er nicht mehr zu den Konsumenten. Dann wird die Angst noch größer. Solange ich konsumiere, bin ich noch Konsument und damit auf der richtigen Seite. Ich bin auf der Seite der Erfolgreichen. Zitat von Macron, 2017. Es gibt Leute, die Erfolg haben und jene, die nichts sind. Nichts sind. Lass euch das einmal vergehen auf der Zunge. Die nichts sind, die nicht, dass sie nichts haben, sondern die sind als Person nichts. Also du existierst nicht einmal mehr, wenn du keinen Erfolg hast. Einer der Protagonisten des Neoliberalismus. Wann würde für jeden der Punkt erreicht sein, sich auf die andere Seite zu empfinden? Könnt ihr euch mal überlegen, wann würde jetzt jeder von euch so die Idee haben, scheiße, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ist es, wie ihr wohnt, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt, was ihr anzieht, wie oft ihr irgendwas konsumiert? Überlegt es einfach in Ruhe. Wo ist eure Idee, ich bin jetzt auf der anderen Seite? Ist subjektiv ganz, ganz unterschiedlich. Aber jeder von uns kennt das. Das ist ein Teil, wie wir in diesem System einfach aufgewachsen sind. Bei mir ist es jetzt die Pension. Ich schaue auf mein Konto und denke, also ich werde auf mein Konto schauen, ich weiß jetzt ungefähr, was es ist. Und da haben wir gedacht, ja, das wird anders sein. Wenn ich nichts dazu verdiene, was mache ich dann? Was werde ich weniger machen oder werde ich es anders machen? Arbeitslosigkeit. Also ich habe mir immer schwer getan, wenn Leute gesagt haben, sie sind arbeitslos. Ich kann das nicht nachvollziehen. Auf einer bestimmten emotionalen Ebene konnte ich das nicht nachvollziehen. Ich konnte nicht sagen, ich habe eine Idee vielleicht, wie sich sowas anfühlt. Aber ich wusste nicht, was das ist. Oder Krankheit. Ich war noch nie wirklich schwer krank. Kann ich auch nicht sagen. Würde ich bereit sein, mit einem dicken Pullover im Winter in der Wohnung zu sitzen, wenn ich sage, dafür verzichten wir auf Gas aus Russland, dafür verzichten wir auf Gas, Öl aus Russland. Wie weit würde meine Solidarität gehen? Man könnte jetzt sagen, bezüglich der Ukraine, ich könnte aber genauso sagen, wie weit bin ich bereit, demokratische Sachen in Kauf zu nehmen, um demokratische Strukturen aufrechtzuerhalten? Wie weit bin ich bereit, zurückzustecken? Kann jeder für sich selber. Ich habe jetzt Moment, muss ich kurz nachdenken, wo ich das gehört habe. Da hat jemand, nein, das kann ich nicht sagen, Entschuldigung. Okay, das nächste Interessante ist Humankapital. Überlegen wir mal, Humankapital. Früher war Kapital Geld. Jetzt hat es aber einen interessanten, wie es schon Wissenschaftler geben, der hat gesagt, na, vielleicht könnte man das Humankapital auch ein bisschen in die Bilanz hinein. Sozusagen, wie viel Fortbildungen kriegt jetzt jeder Mitarbeiter? Wie gut ausgebildet sind? Wie viel zusätzliche Assets bekommen sie? Einmal in der Woche eine Massage oder einmal einen Urlaub von einer Firma gesponsert? Ich habe mal einen ganz coolen Beitrag gelesen. Da gibt es einen Hotelier, der gibt seinen Mitarbeitern auf seine Kosten eine Woche Urlaub, aber nicht uneigennützig. Und zwar in Hotels, die so ähnlich
positioniert sind wie Sie. Und Ihre Aufgabe ist zu schauen, was macht diese andere Hotel besser, damit Sie noch besser werden. Okay? Spionage, genau. Also, mit der Idee des Humankapitals wird vor allem der Begriff Kompetenz gefördert und hat heute eine besondere Bedeutung gewonnen und den Siegeszug durch die Bildungs- und Ausbildungsbereiche angetreten. Da kommen wir auch dazu. Also wir sind ja auch ein Teil dieser Ausbildungsbereiche. Das heißt, wir müssen immer kompetenter werden. Dadurch soll sich der Mensch den ständig wechselnden Erfordernissen des neoliberalen Marktes anpassen. Also anpassungsfähig müssen wir sein. Aber das lernen wir ja meistens schon sehr früh. Haben alle Menschen, die nicht funktionieren, eine Anpassungsstörung? Das wäre doch interessant, ob man die Anpassungsstörung nicht einmal anders definieren könnte. Ich weigere mich. Oder sind Sie die Armen, der Preis des Sozialsystems, das verwaltet werden muss? Für mich habe ich einen kritischen Punkt für mich erlebt. Eine Zeit habe ich das Gefühl gehabt, dass das Sozialsystem in Österreich versucht hat, noch Sachen zu verbessern. Und ich habe immer mehr das Gefühl, es wird elend verwaltet. Und für mich ist dieser Begriff aufgetaucht, wo es gesagt hat, Sozialmanagement. Also ich manage das Soziale, also ich manage das Elend. Erfordernisse einer permanenten Selbstoptimierung. Okay? Das ist natürlich jetzt ein heikles Thema, was ich da aufmache, aber ich riskiere es. Fortbildung oder Selbstoptimierung? Was ist Fortbildung? Vermehrung von Wissen? Verminderung von Zweifeln? Was ist Selbstoptimierung? Wann ist man optimiert? Wann bist du als Therapeut optimiert? Ich kann mit jedem Klienten, ich kann mit jeder Diagnose, wann ist man als Therapeut selbst optimiert? Ist nicht messbar. Aber diese Nichtmessbarkeit macht ja genau diese permanente Angst aus. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich gut genug. Das gibt es nicht. Aber dieses System der Selbstoptimierung hat immer ein offenes Ende. Also das heißt, es ist nie genug. Oder könnte die Fortbildung, die keine Selbstoptimierung ist, eher darin zu sehen, zu sein, neugierig zu werden auf die Ängste und Schmerzen, die wir in unserem Gewordensein nicht wahrnehmen konnten, die aber uns und unsere Klienten und Klienten ermöglichen würden, eher unser Selbst zu leben mit der Erfahrung, diese gehören zum Leben. Aber das würde heißen, wir müssen aufhören, dieser Selbstoptimierung nachzueifern und zu schauen, wo liegen unsere Verletzungen, wo liegen unsere Kränkungen, Schmerzen und Ängste, dass wir unbedingt uns selbst optimieren müssen. Wie Angst zu sterben, jemanden zu verlieren, mit der Angst kein Normopath zu sein. Das ist einer meiner Lieblingswörter von Arno Gruen. Er hat gesagt, wir leiden eigentlich unter den Normopathen, die immer definieren, was normal ist. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft ist es relativ einfach zu schauen, was normal ist. Mehr, 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 leisten, leisten, leisten. Und alle, die sagen, na, morgen nicht. Schon Grenze. Differenzierung, reales Ziel oder Selbstoptimierung. Wenn die Klienten zu uns kommen und sagen, ja, Systemiker fragen, was ist ihr Ziel? Wie sind wir bei dem Thema als Therapeuten und Therapeutinnen gefragt? Müssen wir Position beziehen? Was wäre ein Differenzierungsangebot? Zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, wenn manche Leute kommen und sagen, ich arbeite 16 Stunden, aber bitte helfen Sie mir, dass ich ein zufriedenes Leben führe. Dann sage ich, wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie sagen, ich laufe mit 50 Kilo am Marathon und Sie sagen zu mir, bitte helfen Sie mir, dass ich diesen Marathon schneller laufen kann. Dann werde ich sagen, nein, diesen Auftrag nehme ich nicht. Aber Sie können mit mir gerne darüber diskutieren, wieso Sie die 50 Kilo haben wollen oder wieso Sie unbedingt Marathon laufen wollen. Aber diesen Auftrag würde ich nicht annehmen. Wirtschaft in der Gesellschaft oder Gesellschaft in der Wirtschaft. Das ist jetzt zum Beispiel ganz ein wichtiger Punkt, weil wir momentan genau in dieser Situation sind, dass das kippt.
Neoliberalismus wird die Wirtschaft nicht in die Gesellschaft eingebettet, sondern die Wirtschaft bettet die Gesellschaft in das Wirtschaftssystem ein. Also das heißt, bis jetzt hat es den Staat gegeben und die Gesellschaft und daneben die Wirtschaft. Jetzt sagt die Wirtschaft, kommt zu mir her, wir können alles regeln, wir machen alles viel besser. Privatisierung der öffentlichen Dienste, die von den Staatsbürgern von einer verantwortungsvollen Demokratie zur Verfügung gestellt werden müssten. Gesundheit. Okay? Wieso soll Gesundheit Gewinn abwerfen? Wieso müssten Pflegeheime Gewinn abwerfen? Bildung. Wo ist das Geld in der Bildung? Wo ist das? Interessiert niemanden. Bildung heißt, viel Kompetenz zu erwerben, okay, um dann in dieser Gesellschaft optimal zu funktionieren. Also, was gibt es in der Schule? Die ganzen Lehrer, weiß nicht, ob ihr Lehrer dabei seid, Kompetenz müssen sie beschreiben, nicht mehr unterrichten. Sie müssen Kompetenzen beschreiben. Wofür? Die sollen Beziehungen zu den Kindern aufbauen, damit sie neugierig sind auf irgendwas. Aber nicht Kompetenzbeschreibungen. Ich meine, was ist denn das für ein Schwachsinn? Sicherheit. Jetzt gibt es die privaten Sicherheitsdienste. Ich fürchte mich immer mehr. Ich geh da durch die ÖBB in Meidling und sehe nur noch diese aufgepuschten mit Security. Denke mir, was ist denn los? Wofür brauche ich Security? Ich kann mich erinnern, da bin ich am Flughafen gewesen, da ist der Pops gelandet, da sind sie mit den MPs um mich gestanden. Ich bin so gegangen, ich dachte, hoffentlich passiert nichts. Wenn er ohne MPs durchschaut, fürchte ich mich nicht. Also es ist total irre, wie genau das verstärkt, was sie verhindern wollen. Wenn ich einen Polizisten mit Pistolen sehe, fürchte ich mich. Ich fühle mich nicht sicher. Oder beim Verkehr. Okay, es wird alles privatisiert, alles wird besser. Nein, es kommt nur das Kapital. Alles muss Kapital abwerfen. Gut. Ich glaube, ich habe mir die Zeit verdorben wahrscheinlich, oder? Wie lange? Stunde noch. Halbe Stunde noch. Ah, okay, das geht sich aus. Okay, dann mache ich schneller. Okay. Ja, geht sich aus. Okay. Im System gehen Empathie und Beziehung verloren. Das ist ein total spannender Versuch gewesen in Deutschland. Da haben sie drei Gruppen gehabt: Banker, klinische Psychopathen und normale Bürger. Definiere klinische Psychopathen. Nein, in der Klinik, klinische Diagnose. Okay. Was glaubst du, was herausgekommen ist? Die Banker waren rücksichtsloser. Okay? Auch wenn sie selbst verlieren, solange der andere mehr verliert, würden sie nicht aussteigen. Überlegt sich einmal, selbst wenn sie selber verlieren, würden sie nicht aussteigen. Jetzt ist es so eine Frage für mich, da würde ich gerne einen Bogen finden, das ist jetzt nicht sehr elaboriert, also das ist nur so ein Versuch, irgendwie zu schauen, wie könnte es zu dem gekommen sein, wirklich sehr vereinfacht. Kein Baby wird mit dieser Ideologie geboren. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ausspruch einer Kollegin, als sie Mutter wurde, ich sage den Namen nicht, mein Sohn wird einmal Bundeskanzler. Das war, wie er geboren wurde. Er hat gesagt, ich habe einen Sohn, das wird ein Bundeskanzler. Aber Wahnsinn. Können wir, die in dem System leben, Bedürfnisse unserer Kinder erkennen und befriedigen? Wie viel müssen wir selber von uns wegsperren, dass wir diesen Irrsinn aushalten? Wie viel unserer eigenen Bedürfnisse merkt man gar nicht, weil wir gar nicht die Idee haben, es könnte anders sein? Wie viel Mitgefühl steht uns zur Verfügung, wenn unsere Kinder durch ihre Unverfälschtheit, Unmittelbarkeit und Lebendigkeit uns immer wieder vor Augen führen, wie angepasst wir sind? Michel Foucault, den liebe ich, stellte schon fest, unser System stellt für die Abweichungen zur Verfügung das Gefängnis oder die Psychiatrie. Wenn jemand zu sehr abweicht und sagt, na, ich weigere mich, das und das zu tun. Wenn das jetzt in der Community jemand sagt, der ist ja ganz anders geworden, ist ja ganz anders geworden. Und je mehr diese Dings, irgendwann mal fühlst du dich so ausgegrenzt, dass du wirklich psychisch krank wirst, weil du einfach nicht mehr das Gefühl hast, du bist nur in Beziehung zu jemandem. Oder jemand sagt, ich nehme die Pistole und ich möchte auch Geld haben,
damit ich auch zu denen gehören kann, die dabei sind, dann ist halt das, wenn man erwischt wird, halt das Gefängnis die Station. Sicherheit eines Babys. Die Augen der Eltern, wie sie das Baby anschauen. Da habe ich die Dame, die den Matteo kreiert hat, das werde ich nie vergessen, da hat sie geschildert, ihr Bruder hat ein Trisomie 21 Kind bekommen. Und sie hat gesehen, wie der immer traurig da in dieses Bettel hineinschaut. Und das Kind hat nie gelacht. Und dann hat sie gesagt zu ihrem Bruder, du musst dem Kind die Welt geben, nicht. Das war für mich so berührend, wie sie das erzählt hat, wie er dann eben einmal über diese Enttäuschung hinwegzukommen und dann einfach ein Kind anzulachen. Das Kind weiß nicht, dass es nicht in Ordnung ist. Und Ordnung unter Anführungszeichen. Also das heißt, das nächste ist, wie wird ein Kind gehalten? Für mich ist das so, vielleicht weil ich Fellenkreis auch noch zusätzlich gemacht habe, immer so spannend, beobachtet einmal, wie Mütter oder Väter ihre Kinder halten. Manchmal denke ich mir, ein Stückchen Holz haben sie in der Hand. Wirklich, und dann denke ich mir, oder wie viele Klienten von uns sagen, ich bin nie am Schoß gesessen. Es hat mich nie jemand umarmt. Also was gibt denn diese Sicherheit, wo die Kollegin vorher geredet hat, was gibt Sicherheit in unserer Gesellschaft? Wie wird das Kind gestillt? Da habe ich mal eine Klientin gehabt, da war ich wirklich ein bisschen sprachlos. Die hat mit ihrem Mann irgendein medizinisches System aufgebaut. Und dann habe ich gesagt, wie haben Sie denn das geschafft? Sie müssen ja 16 Stunden gearbeitet haben. Sie haben ein Kind gehabt. Also ich habe gesagt, ganz einfach. Ich habe einfach das Kind da hergelegt und habe die Brust reingehalten und habe dann einfach im Laptop geschoben. Also in welcher Art und Weise entsteht da Beziehung zu einem Kind? Also die hat dabei überhaupt nichts gefunden. Das Kind ist halt gestillt worden im Sinne von versorgt. Was brauchen die Eltern für ein gutes Wie? Keine Ahnung. Wir wissen es im Detail, alle Studien können wir sagen, aber was brauchen wir, damit wir das herstellen können? Lebendigkeit von Kindern. Lebendigkeit und Lebenslust von Kindern werden als störend und bedrohlich empfunden. Ich war mal jemanden besuchen, da gibt es eine Stadt, die heißt City of Volunteers in Arizona. 60.000 Menschen, kinderfrei. Mindestalter, dass du dort wohnen darfst, 55 Jahre. Überleg es einmal. Total irre. Also das ursprüngliche Selbst wird zur Gefahr der Eltern, weil sie sich dann spüren würden, wie sehr sie selber sich ausbeuten. Ziel der Erziehung in diesem System, Unabhängigkeit. Je früher Kinder keine Bedürfnisse äußern, desto schneller werden sie unabhängig von anderen. Ich brauche nichts, ich kann alles alleine. Für mich ein schöner Begriff von Pseudoautonomie. Da sind die Menschen immer so, nein, ich brauche nichts. Aber sie bieten auch wenig Beziehungen an. Angst wird geleugnet und als schwach tituliert. Jetzt ist man ohnmächtig ausgeliefert. Was ist die Idee, wenn ich ohnmächtig ausgeliefert bin? Ich möchte Macht. Ich möchte bewirken können. Und unser System kann genau für diese Menschen super Sachen zur Verfügung stellen. Du brauchst nur nichts spüren. Du brauchst einfach kein Problem haben, Ellbogen auszufahren, zu sagen, eine kleine Intrige kostet 5 Millionen Euro, aber dafür wärst du immer Vorstandsvorsitzender. Habe ich selber erlebt. Ich habe gesagt, na lass sie machen. Dann ist ein Angebot, der kommt nie mehr auf. 5 Millionen Euro sind sinnlos verbraten worden. Selbstbewusstsein wird als wichtiges Mittel angestrebt, um im Wettbewerb bestehen zu können und die erwarteten Leistungen zu erbringen. Also Leistungen, dann hast du Verdienst, dann gehörst dort dazu, die sagen können. Und das ist jetzt etwas, was meiner Meinung nach sehr dazu passt und das ist halt das, wie viele von uns einfach aufwachsen. Unsere Erziehung ist mehr oder weniger auf Gehorsam ausgelegt. Gehorsam und die damit verbundene Angst mindert die Realitätswahrnehmung, haben wir schon mal gehört, ist aber im Neorealismus ja eher gewünscht. Wird nicht nur durch Furcht und Strafe, das ist ja das Gemeine, sondern auch durch verinnerlichten Druck, Leistungen erbringen zu müssen und durch Belohnung erreicht. Also deswegen ist ja oft die Frage, ob Belohnung eigentlich wirklich hilfreich ist. Wenn ich eigentlich nicht gut mit mir umgehe und ich kriege dafür noch eine Belohnung, dann denke ich mir, naja, dann gehe ich über mir drüber. Aber dafür kriege ich Belohnung.
Ziel, dazuzugehören. Verfestigung der Identifikation mit dem Aggressor. Der Gehorsam führt dazu, dass das Opfer die Sicht des Unterdrückers als seine eigene Sicht einverleibt. Und das ist das Perfide an dieser ganzen Geschichte. Mein Vater konnte das very elegant. Der hat, wenn er irgendwie eine Entscheidung nicht treffen wollte, weil er wollte kein böser Vater sein, hat er gesagt, was würdest du an meiner Stelle tun, wenn du Vater wärst? Geht's noch, Fieser? Du fühlst dich ganz gefragt, was würdest du denn tun? Aber dass damit jede Form von Widerstand ausgehebelt wird, war mir damals leider nicht bekannt. Oder Quod licet Jovi nun licet bovi, das war sein nächster Lieblingsspruch, was den Göttern erlaubt ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt. Also ist ganz klar, es ist eine hierarchische Geschichte. Und wir wünschen uns, von denen erlöst zu werden, die uns das angetan haben, ohne zu erkennen, dass sie die Täter sind. Und das ist das, wo wir immer wieder in unseren Therapien immer wieder sehen, wie Leute immer wieder hinlaufen in der Hoffnung, irgendwann mal kriege ich doch das, was ich nie krieg habe. Und was ist es? Liebe. Viele glauben, wenn sie genug leisten, genug Anerkennung kriegen, dann wird das passieren. Aber für Anerkennung, für Leistung kriegst du Anerkennung. Aber meistens nicht Liebe. Würde die Ängste der Eltern aufbrechen lassen, wenn sie merken würden, was sie eigentlich tun. Weil dann müssten sie erkennen, was er mit ihnen getan hat. Mangel an Empathie als Folge. Empathie ist die Fähigkeit, an den Gefühlen, Intentionen, Ideen und manchmal auch an den Bewegungen eines anderen Menschen teilzunehmen, sie mitzuerleben oder nachzuempfinden. Überlegt einmal, wie viele Menschen in unseren Therapien sagen, Herr Binder, Sie sind der erste Mensch, der sich mit mir etwas mitfreut. Nicht anerkennt, mitfreut. Es ist so schön, wenn Sie sagen, und das für mich auch stimmig ist, in dem Moment, ich freue mich so, dass Sie das jetzt ausprobiert haben oder dass Sie jetzt neugierig waren. Mangel an Empathie ist der Nährboden für Beschämung. Sie funktioniert, weil der, der beschämt, seine eigene Scham kennt, sie aber leugnet. Das war für mich zum Beispiel das Schwierigste zu erkennen, wann ich beschämt wäre und wie schwer ich aus Beschämungssituationen herausgekommen bin. Das war für mich wirklich meine härteste Geschichte, weil das für mich so aus meiner Sozialisation her so vertraut ist, dass ich das einfach wirklich wortwörtlich mit Muttermilch aufgenommen habe. Gut, was heißt das? Menschen gelten als schwach, wenn sie Ängste äußern. Also Managementbücher, Angstbücher, was muss ich machen, dass ich keine Angst habe? Wenn sie Bedenken äußern, Leistungsgedanken oder Wachstum in Frage stellen, auf Gefahren hinweisen, lächerlich die ersten Grünen, mei, ihr mit euren Grünen, was wollt ihr noch in der Au, lasst uns doch das, jetzt ist es schon anders. Geistesgestört, künstliche Provokation im künstlerischen Kontext, Pussy Riots, das haben sie sich gerade verhaftet. Deswegen, weil sie irgendwie auf einen anderen Ort dargestellt hat, wie Machtmissbrauch passiert. Vietnam-Veteranen, das ist ganz kurz, aber das hat mich sehr beeindruckt. Die haben ursprünglich, sind sie diagnostiziert worden als Angststörung, psychotisch, schizophren, bis sie dann draufgekommen sind, dass das, was es ist, die Unfähigkeit, Schmerz zu erleben. Also den Schmerz zu töten oder den Schmerz getötet zu haben oder also einfach diesen Schmerz zuzulassen. Und das ist etwas, aber die Amerikaner sind ja schon raffiniert, sie sind ja jetzt schon dabei, bestimmte Sonden in einem bestimmten Bereich von Hirn hineinzufahren, mit einem bestimmten Medikament zu unterstützen, dass genau diese Erinnerungen weg waren. Super. Da haben wir Supersoldaten. Da haben sie, jedes Mal schicken wir sie in den Krieg, wenn sie zurückkommen, kriegen sie eine kleine Behandlung und dann schicken wir sie wieder. Kriegsdimensionen verändern sich. Als die absoluteste Form der Entsolidarisierung, das hat mich echt geflasht. Seit 246 Jahren gibt es die USA und bis jetzt haben sie 16 Jahre keinen Krieg geführt. 16 Jahre. Kleine Bonbon am Rande. Seit 2001 haben die USA für den Kampf gegen den Terror, das ist auch so eine Möglichkeit,
zu manipulieren, Kampf gegen Terror, Kampf gegen, Die haben 5.000 Milliarden Dollar von 2001 bis jetzt verbraucht für Sicherheit und Kampf gegen Terror. Das sind für, das wären 100 Millionen Wohnungen zu 500.000 Dollar. Da wir könnten, wenn man sagt, pro Wohnung leben vier Leute, könnten 400 Millionen Menschen ein Zuhause haben. Das ist in die Luft gegangen. Überlegt einmal, was das für Summen sind. Oder jetzt die 100 Milliarden von den Deutschen für Krieg. Krieg ist ein Teil von Zerstörung. Das heißt, das ist ein super Automatismus. Du produzierst Waffen, die werden kaputt, also produzierst sie wieder weiter. Ein klar totales Erfolgsmodell. So, jetzt kommen wir zu, was bin ich oder wer bin ich? Jetzt muss ich mich beeilen. Was bin ich, drückt sich aus durch Besitz, politische Macht, wirtschaftliche Macht, Ansehen, ist der Versuch, die Existenzangst ins Außen zu verlagern. Wenn ich draußen Besitz habe, dann brauche ich innerlich keine Angst haben. Ich habe das selber in meiner Familie erlebt, meine Tante, die ist mit 50 Millionen Schilling in Pension gegangen und hatte Verarmungsängste. 50 Millionen, die hätte jedes Jahr, solange sie gelebt hätte, glaube ich, 3 Millionen an Sicherheitszäunen aufziehen können. Nein, es war total sinnlos. Wer bin ich? Ein Selbst, das immer wieder brüchig wird, aber durch einen Gegenüber, welches Mitgefühl empfindet und in Resonanz geht, sich immer wieder in der Veränderung befindet. Und ich glaube, das ist das, was ihr ja eigentlich erlebt. Wir ändern uns ständig. Was ist an uns konstant? An uns konstant ist fast nichts. Der Arnold Gruen würde das so definieren, das ist, von dem habe ich das eben, wie ich vorher gesagt habe, hat fast nichts zu tun, wer ich bin. Es hat vielmehr nur mit einer Entwicklung zu tun, wie jemand glaubt, erscheinen zu müssen, um Status und Macht gegenüber anderen behaupten zu können. Das heißt, wenn ich Status habe, dann bin ich wer. Folglich verwandeln sich Menschen in Wesen, die, wie Kierkegaard es so prägnant formulierte, im Bann des Bedürfnisses nach Anerkennung und Leistung zu stehen. Super, passt total elegant zum Neoliberalismus. Was bin ich? Menschen fangen an, nicht ihr Leben zu leben, indem sie zwangsläufig Leid und Schmerz erleben müssen, sondern ein Leben, in dem es darum geht, richtig zu erscheinen. So, jetzt könnte ich sagen, ja, vielleicht hätte ich doch vorher ein Rhetorikseminar machen müssen und dann mit der Raute dastehen, dann wäre es vielleicht richtiger gewesen, dieser Vortrag, oder vielleicht eleganter. Richtig heißt hier, sich an das anzupassen und das tun, was üblicherweise für normal gehalten wird, was uns das Gefühl gibt, doch irgendwie dazu zu gehören. Und wer bin ich? Diese Frage erfordert die ständige Konfrontation mit sich selbst und schließt die Verantwortung für das eigene Tun, das eigene Dasein mit ein. Die Selbstauseinandersetzung bringt die Erkenntnis des Schmerzes, des eigenen Schmerzes, genauso wie des Schmerzes des anderen mit sich und lässt die eigenen Grenzen, aber auch die der anderen spürbar und wahrnehmbar werden. Und das wäre, glaube ich, etwas, was für mich die Frage ist, wie kann man irgendwie in der Gesellschaft oder auch in Therapien irgendwie einen anderen Zugang finden. Wer sitzt uns in der gegenüber? Sowohl Klient und Klient, als auch wir sind Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Wie helfen wir den Menschen, ihre individuellen Ängste aus ihrem Gewordensein von den Ängsten, dass uns das Wirtschaftssystem erzeugt, zu differenzieren? Müssten wir das tun? Sind wir dann überhaupt noch Therapeuten? Frage. Das wäre zum Beispiel etwas, was interessant wäre. Müsste man Position beziehen und sagen, genauso wie man sagt, ich beziehe Position, Missbrauch ist nicht okay. Oder zu sagen, Ihre Ängste kehren 50% gar nicht innen. Sie merken es nur nicht. Ist das überhaupt möglich, aus dem eigenen System mit jemandem darüber zu reden? Kann man dort überhaupt hinkommen? Wir sind als Menschen genau das Ergebnis dieser Entwicklungen. Können wir Mitgefühl für diese vermeintlich individuelle Angst zur Verfügung stellen? Wo hat jemand von uns Erfahrungen gemacht, dass man da andocken kann? Des Nichtgenügens. Kennen wahrscheinlich der eine oder andere von euch. Des Nicht-Dazugehörens.
ich finde es jetzt spannend, ich ziehe nach Deutschland, bin wahrscheinlich der einzige Österreicher in dem Dorf. Es wird spannend sein, wie ich mit diesem Nicht-Dazugehören umgehen werde. Nicht genügend Ressourcen zu haben, Geld, Chancen, Förderung, Vertrauen, Scham, Beschämung. Was glaubt ihr, ein Teil, wieso der Putin einfach so ist, der ist einfach massiv beschämt worden. Aber das ist in den Zeitungen eh genug gesagt worden, deswegen gehe ich auf das jetzt nicht ein. Und wo ist uns der gesellschaftliche Kontext überhaupt bewusst? Das Risiko des Mitgefühls, die bisherige Entwicklung hält uns in dieser gewohnten psychisch vermeintlichen Komfortzone. Verlassen der Komfortzone bringt das Wiederauferstehen der verdrängten Ängste und des Wahrnehmens unseres Leids an uns und in der Welt. Also in dem Moment, wo wir sagen, wir tun da nicht mit, setzen wir uns ja auch der Aggression der anderen aus, wieso tust du nicht so, wieso bist du anders, sei doch so wie wir alle. Und das ist ja genau das, was jetzt bei dieser Mitweltkatastrophe das Thema ist, wie schaffen wir etwas, sozusagen nicht aus einem moralischen Aspekt oder nur unter dem Aspekt von Verzicht, vielleicht gibt es auch eine Freiheit. Eine Klientin hat plötzlich gesagt, es wäre auch eine Freiheit, wenn man weniger konsumieren müsste. Da habe ich gesagt, ja, das finde ich ja spannend. Wie sie das meinen? Ja, wenn sie sagt, ich muss ja nicht für jedes Ereignis ein neues Kleid kaufen. Könnte auch eine Form von Freiheit sein. Ich muss nicht einkaufen gehen. Erst durch Mitgefühl kann ich einen Impuls erfahren, dieses Leiden auch durch Ungehorsam zu verändern. Und Ungehorsam, wissen wir alle, ist nicht etwas, was wir leicht durchhalten. Und dann ist es natürlich immer so die Frage, was brauchen wir, damit wir mutiger werden, ungehorsam zu sein. Für diesen Schritt braucht der Mensch ein Gegenüber, mit dem er in Resonanz gehen kann, um diese Angst zuzulassen. Ich glaube, das ist ein Teil, was wir unter Freunden oder auch vielleicht mit Klienten das eine oder andere Mal schaffen, dass jemand sagt, aha, der haltet diese Angst auch aus. Und dann wird sie plötzlich handhabbar, weil es nicht mehr individualisiert ist. Momente in Therapien, wenn es der Klient oder mir gelingt, in Resonanz zu kommen, in der für diesen Moment das Leiden der Welt so in den Hintergrund treten kann, dass diese individualisierte Existenzangst ihre Kraft verliert und zwei Menschen in einem neuen Erfahrungsraum treten, der sie beide verändert. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, vielleicht gelingt das, weiß nicht, alle Jahre mal, aber es hätte eine Riesenwirkung, wenn plötzlich jemand einfach diese Erfahrung machen könnte. Das Vertrauen in die Wiederherstellbarkeit von Beziehungen zwischen zwei Menschen. So, jetzt kommt ein Aspekt, der nicht mehr lang dauert, aber das ist das Thema von Hartmut Rosa. Also da sind jetzt noch ein paar Folien. Jetzt weiß ich nicht, wenn ihr sagt, ihr habt genug, dann lassen wir es da sein und ich empfehle euch das Buch. Ich habe kein Problem, wenn ihr sagt, es reicht, dann höre ich einfach da auf. 7 Folien sind es, falls ich das sehe. 7 Folien, okay, dann machen wir das. Okay. Gut, also der Beziehungs nach Hartmut Rosa. Also ihm geht es sozusagen diese 4 Aspekte, die mache ich dann, Entschuldigung, das war jetzt zu schnell. Also der Moment der Berührung, der Affizierung, der Moment der Selbstwirksamkeit, der Moment der Anwandlung und der Moment der Unverfügbarkeit. Jetzt. Der Moment der Berührung mit einem Menschen. Könnt ihr erinnern an irgendjemanden, wo ihr den jemanden, der euch wichtig war, das erste Mal tief in die Augen geschaut habt? Weil ihr denkt, genau. Da war irgendwas da. Da ist irgendwas passiert. Oder Musik. Irgendein Stück, was ihr das erste Mal gehört habt und gemerkt habt, das vergisst. Den Moment vergisst du nie. Oder eine Landschaft. Du gehst irgendwo hin und schaust und denkst, Wahnsinn. Oder Essen. Bei mir sehr anfällig. Bild. Bewegt von außen und gewinnt dabei Bedeutung um uns selbst willen. Also das heißt, da geht es um uns, dass wir sozusagen in dem Moment berührt werden. Der nächste Moment ist die Antwort. Auf der anderen Seite aber lässt sich von Resonanz nur dann und erst dann sprechen, wenn auf diese Berührung eine eigene Aktivität entsteht. Diese äußert sich auch als eine leibliche Reaktion. Kennen Sie fast alle? Plötzlich entsteht Gänsehaut. Da ist irgendwas passiert.
da ist irgendetwas zwischen dem anderen und mir passiert. Wir gehen etwas entgegen, bewegen Emotion, Emovere. Also das heißt, in dem Moment entstehen Emotionen. Und das ist jetzt das Spannende noch. Inspirieren lassen ist die Grundlage jedes schöpferischen Prozesses. Wir lassen uns verwandeln und in der und durch diese Begegnung. Das heißt, wenn das wirklich gelingt, dann ist man nach dem Moment nicht mehr der Gleiche. Und das finde ich das Spannende. Und das ist, glaube ich, diese Sache, wieso mir Psychotherapie so lange nicht langweilig wird. Weil ich glaube, es ist immer etwas Neues, was wir entdecken können, immer etwas Neues, was wir anbieten können und etwas, wo uns Klienten uns immer wieder zwingen, uns neu zu erfahren, weil sonst wir oft mit Klienten nicht weiterkommen, weil wir einfach in unserer Komfortzone, in unserer seelischen Komfortzone einfach verhaftet sind. Aneignung ist nicht Anverwandlung. Co-Kreation entsteht für alle Beteiligten und für etwas Neues. Wir bleiben nicht mehr dieselben. Und das ist ja das, was wir immer reden von Therapie ist Co-Kreation, aber nehmen wir es wirklich ernst? Geschehen lassen, Offenheit für Resonanz. Momente der Unverfügbarkeit. Ich kann offen sein für Resonanz, aber ich kann sie nicht erzwingen. Zustände lassen sich nicht per Willensentschluss verändern. Und das ist ja das, was ja viele, viele Leute sagen, was muss ich tun? Jetzt bin ich dort hingefahren und das Gefühl war nicht da. Jetzt habe ich mir diese Taschen gekauft, dass ich 3 Jahre gespart habe. Nichts ist passiert, weil das Motiv das Falsche wäre. Und das passiert nicht. Also das heißt, diese Geschichten kann man nicht erzwingen. Und das ist natürlich für Menschen, die alles unter Kontrolle haben wollen, natürlich ein bisschen schwierig. Lebendigkeit entsteht aus der Akzeptanz der Unverfügbarkeit. Rosa nennt es Halbverfügbarkeit, kann weder verfügt noch ausgeschlossen werden. Also wir können jetzt... Also wenn ich die vorher noch nicht gekannt habe, heute Erich, da war draußen ein Moment, wo ich mir gesagt habe, ja, da ist irgendwas passiert, aber nur durch Zufall, weil wir da draußen gestanden sind. Das habe ich nicht planen können. Das hast du nicht planen können. Und ich denke, aber das ist das, was für mich das Leben ausmacht. Eine bessere Welt ist möglich und lässt sich daran erkennen, dass zentraler Maßstab nicht mehr das Beherrschen und Verfügen ist, sondern das Hören und Antworten. Transformation entzieht sich dieser Kontrolle. Zärtlichkeit, streicheln Sie die Hand eines Handrückens mit der anderen Hand. Das mache ich mit meinen Klienten immer, weil ich einfach sehen will, wie die reagieren. Sage ich, streicheln Sie sie einmal ganz, ganz liebevoll darüber. Mache ich heute das überhaupt nicht aus. Sage ich, Herr, bin der Herrn auf der. Dann frage ich noch, und was ist Ihnen lieber? Die Hand, die streichelt oder die gestreichelt wird? Oder streicheln Sie sich einmal so. Herr, Saufbinder. Sage ich, wieso? Sind ja Sie. Also merkt man, wie sehr Zärtlichkeit oft von vielen Menschen als total bedrohlich erlebt wird. Aber ich glaube, wir Menschen brauchen das. Wie entsteht beim Blick der Eltern, die ihr Kind anschauen, Beziehung? Sie lächeln hinein. Sie geben das Gefühl, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Wie halten Sie es und wie stillt die Mutter ihr Kind? Experiment des Teilens. Das war was ganz Cooles. Da beschreibt jemand, ein Kind, 2 Kinder und ein Kind hat etwas und das andere Kind hätte das gerne. Und die streiten drum. Dann kommt die Mutter, dann gibt das Kind der Mutter, die Mutter bricht es, gibt dem, der nicht teilen will, beide zurück und der eine gibt es dann dem anderen. Und das finde ich so schön, dass der teilen will, sozusagen es nicht weggenommen wird, sondern eine Möglichkeit eröffnet wird, wie teilen sein könnte. Merkmal unserer Evolution, Liebe und nicht Profit, Größe und Leistung, ist das entscheidende Moment unserer Evolution. Danke vielmals, dass ihr mir zugehört habt. Viel hast du nicht offen gelassen, aber trotzdem gibt es, also gerade wenn es auch um Resonanz geht, die Möglichkeit, kurz zu resonieren oder einfach auch Fragen zu stellen. Sie wissen, wissenschaftliche Fragen sind von vornherein ausgeschlossen, aber jetzt einfach so zu dem, und also dass Sie ein bisschen sich dafür noch, oder wir uns die Zeit nehmen, weil
Die Entschleunigung ist auch ein Thema vom Hartmut Rosa und wir kriegen das wieder herein. Und sonst können Sie es auch nachklingen lassen und in der Schlussphase bei dem runden Tisch haben wir vielleicht auch noch Platz. Aber wichtig, wer noch nicht verhungert, soll auch jetzt die Möglichkeit haben. Ja, das ist, glaube ich, jetzt gar nicht nur an dich, Gerald, sondern auch an dich, Monika. Der Vormittag war wie eine Brise für mich, vielleicht weil ich das Privileg habe, ganz vorn zu sitzen. Also ich möchte das jetzt noch in den Kontext nämlich auch stellen, dass ich so eine junge Frau gesehen habe, die so von der Schule in die Welt geht und jetzt einen sehr, sehr lieben Kollegen, der sich aus der Arbeitswelt verabschiedet, in die Pension. Und das war für mich ein wichtiger Kontext zu verstehen, was da heute alles zwischen den Zeilen gesagt wurde. Das möchte ich einfach sagen. Es war wie so eine Brise. Am Meer sitzen und das Unverfügbare im Haar spüren, im langen Wellen sozusagen. Und eins wollte ich aufgreifen, das ist nicht ganz uneigennützig, weil du so eine Brücke gebaut hast zu was mich in meinem Vortrag am Nachmittag beschäftigen wird. Kurzes Statement. Ich will was zusammenführen, nämlich deine Idee der Leiblichkeit und Gänsehaut mit Mitgefühl. Das Mitgefühl war ja so ein roter Faden, finde ich, in deinem Vortrag. Und ich wollte dazu anmerken, was du implizit gesagt hast, explizit machen. Es kommt so darauf an, ob ich vorher das Gefühl als etwas Privates in den Menschen hineinsperre, konzeptuell, dann kann ich ein Mit immer nur im Nachhinein aufsetzen. Dann gibt es ein Gefühl ohne Mitgefühl. Das ist aber vorher schon denkmäßig hineingedacht, auf das werde ich mich nämlich beziehen. Während die Bateson das versucht hat anzudenken, wie das die Phänomenologen tun, ist von vornherein nicht von einer Privatheit einer Emotion zu denken, sondern als relationales Geschehen, das immer ein Mit ist. Und das, finde ich, hast du implizit mitgesagt und ich wollte es betonen, weil ich mich danach noch darauf beziehe. Also vielen Dank. Ja, Gerald, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen sehr berührenden und inspirierenden Vortrag. Du hast mich permanent angesprochen. Und ich möchte nur es noch einmal zuspitzen, ein bisschen so wie die Evelyn, nämlich wir könnten jetzt bei allen deinen Ausführungen sozusagen Männlichkeit in den Hintergrund setzen. Und dann die alte Frage, ist der Kapitalismus so, weil Männer, oder sind die Männer so, weil sie kapitalistisch sind, nicht? Am Beginn steht der Neoliberalismus als Projekt bindungsloser Männer. Die Hayek, die haben damals wirklich von der vom Wildnis, vom Urwald des Marktes gesprochen, wo sie nur die Horten und diese komischen, schwachen Weibchen und so weiter, die werden raus. Das hat er dann beim Nobelpreis oder das alles dann hinein. Aber ich kann dir sozusagen eine für deinen Vorschlag, der wahnsinnig toll ist, sagen, geh nach Schweden. In der schwedischen Polizei sind Karenzväter oder sind Karenzzeiten Pluspunkte für die Karriere. Und ebenso in der Armee und ebenso im öffentlichen Dienst und so, wenn man genau das, was du wolltest, begonnen hat, umzusetzen. Ja. Gut, dass ihr den Boden noch nicht verlegt habt. Sie könnt noch das Land sagen. Okay. Scheide ist noch Stone, du hast das dann in Deutschland. Die brauchen das auch. Noch zwei Anmerkungen aus dem Chat, bitte. Ein sehr schöner, berührender Vortrag. Schöne Grüße. Und schöner Vortrag. Ich kann den Film Modern Times sehr empfehlen. Über das Persönlichkeitsprofil von Putin ließe sich allerdings streiten. Das könnte man komplexer sehen. Vielen Dank und ein gutes Einleben in Deutschland. Liebe Grüße, die Bea. Okay. Gerald, und ich mag mich bedanken bei dir für immer neugierig bleiben auf die ärgsten Leiden dieser Welt, deren wir ja auf 51 Seiten lang einigen begegnet sind. Herzlichen Dank.